Ja, Manfred, da sind wir. Du Partyboy. Was habe ich zu dir gesagt? Mach kein Party, mach kein Lärm, mach keine laute Musik. Ja, und du hast trotzdem so viel Party gemacht, jede Wochenende mit deinem blöden Kumpel. Jetzt sind wir da. Ich habe dich ganz nackt an den Baum gefesselt, mit einem dicken Seil. So dick wie mein Schwanz, weißt du. Überhaupt keine Chance zu entkommen. Ja, so ist das. Ganz schlimm für dich. Wie ich sehe, du weinst ja. Du zitterst auch, du Angsthase. Du bist wie ein Mädchen, weißt du. Du bist noch nie ein erwachsener Mann geworden, du Dummkopf. Arschloch bist du. Heute kriegst du deine Strafe. Gibt's kein Entkommen. Ich verzeih dir nicht, mein Freund. Weil du hast mich zu viel geärgert, weißt du. Du bist ein schlechter Nachbar. Das weiß ich ganz genau jetzt. What a fucking beautiful day. The sun is shining for me, you know, and I feel very strong, yeah. And you are crying all the time, baby. I like it, you know. Yeah. Yeah, Manfred. Du hast Angst. Du bist in Schwierigkeiten. Du bist hilflos. Niemand kann dich retten, weißt du? Wie du zitterst. Du sollst mehr Angst kriegen von mir, mein Freund. Schau hier, was ich dabei habe. So ein Gartenwerkzeug. Denke mal nach, was passieren kann, wenn ich mit diesem Gerät an deinem Bauch treffe. Fett, Leder, Knochen hat überhaupt keine Chance gegen dieses Metall. Schau her. So gefährlich. Wenn ich deine Haut treffe, kommt ganze Innereien heraus. Dünndarm, Dickdarm, Magen, Innereien. Ich kann hier Blutbad herrichten. Spürst du es auf deinem Haut? Wie du weinst, mein Freund. Wie du zitterst. Ja, so ist es, Angst. Du Angsthase. Ich fühle mich sehr stark vor dir, weißt du? Schau hier, so ein kräftiger, starker Mann will dich bestrafen heute. Ja, du Partyboy. Aber jetzt, ich bin der Stärkste hier. Du sollst niemanden unterschätzen, mein Freund. So ist das. Was für ein geiler Anblick. Ich soll den Anblick ein bisschen genießen. Wie du weinst vor mir. Das gefällt mir. Aber gibt's kein Entkommen heute. Ich werde dich bestrafen. Ich verzeihe dir nicht, glaub mir. Ich möchte hören, woran du denkst. Sag es mir. Was? Ich soll dich freilassen? Nein, mein Freund, nein. Dich lasse ich nicht frei. Dich werde ich bestrafen, glaub mir. Du hast 4 Optionen. Für 1 musst du dich entscheiden. Dann lasse ich dich frei. Wie du siehst, ich bin kein schlechter Mensch. Ja, ich lasse dich frei. Aber du hast 4 Optionen. Für 1 musst du dich entscheiden. Are you ready? Listen me carefully, okay? Hör zu. Ich sage es zu dir. Schau mal, was für ein Messer dabei habe. Spanische Jagdmesser. Ganz gefährlich. Erste Option, ich werde dich vergewaltigen hier. Ich werde dein Arschloch ficken. Ich werde dich ficken. Beste Option für dich. Ja, ich bin mir sicher, dass es dir gefallen wird, weil ich habe ein bisschen Öl dabei. Ich schmiere ein bisschen Öl in deinem Arschloch, dann geht mein fetten Schwanz leichter rein. Ja, wir genießen den Zeit zusammen dann. So ist das. Zweite Option. Wie ich sehe, du hast ziemlich lange Vorhaut, mein Freund. Kleine Pimmel, aber lange Vorhaut. Ich werde dich beschneiden mit meinem scharfen Messer. Dauert nicht einmal eine Minute, dann
Vorhaut ist weg. Du kannst nicht einmal wichsen. Ganz schlimm. Und deine Vorhaut behalte ich als Erinnerungsstück bei mir zu Hause. Ja. Vielleicht mag ich ein Schmuckstück. So wertvoll, weißt du. Wenn du willst, natürlich. Dritte Option. Wie ich sehe, du hast ziemlich große Eier. Kleine Pimmel, aber große Eier. Ich werde dich kastrieren. Dauert nicht einmal eine Minute, dann beide Eier weg. Deine Eier könnten meine Hunde füttern. Ja. Ganz schlimm. Du kannst nicht einmal Weiber ficken, Frau ficken. Du kannst nicht einmal wichsen dann. Ja, das Leben hat keinen Wert mehr dann. So schlimm, ohne Eier leben. Unvorstellbar. Vierte und letzte Option ist, ich werde ein zweites Loch in deinem Arsch öffnen. Denke mal nach, was passieren kann. Ich kann hier Blutbad herrichten. Ganz schlimm, du kannst nicht einmal scheißen dann. Ja, vergiss es, wenn du willst. Du willst es bestimmt nicht, aber... Du ärgerst mich immer, weißt du? Ja. Nein, nein, nicht dir, Mann. Ich lass dich nicht frei. Du kriegst deine Strafe, mein Freund. Ich verzeih dir nicht. Ich möchte hören jetzt. Hast du deine Entscheidung getroffen? Ich soll dich ficken. Natürlich, das ist die beste Entscheidung für dich. Mich freut es auch. Weil ich habe so viele Arschlöcher gefickt, weißt du? Es macht Spaß. Ja, mir gefällt es. Du bist nicht die Erste. Ja, so ist das, Manfred. Dann, dieses Messer brauche ich nichts mehr. Ja, look at me. Ein starker, kräftiger Mann wird dich hier ficken in so einem geilen Ort, im Wald, Tatort. Wenn du hierher kommst, dann erinnerst du jemanden an mich, weißt du? Ja, so heiß. Heute ist bestimmt 25 Grad. Schau her. I am ready, you know. I want to fuck your ass right now. Are you ready too? I hope. Dann gehen wir zum Gasthof, trinken wir Bier zusammen. Ja. Was sagen wir? Prost auf gute Zeiten. Dann werden wir wieder bessere Freunde. Aber gibt's kein Party mehr. Wenn noch einmal Party passiert, dann gehst du zum Friedhof. Ja, gibt's kein Ficken mehr dann. Zum Friedhof, glaub mir. Yeah, baby. Wie du ausschaust, unglaublich. So eine weiße Haut, fetten Bauch. Attraktiv bist du. Ich möchte ein bisschen berühren in deinem Körper. So zitterst du, Wahnsinn, und weinst du. Nein, brauchst du nicht, ich bin kein schlechter Mensch. Du mit dem fetten Bauch. Warte, ich vorbereite dich und dann werde ich dich ficken, mein Freund. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Partyboy, ja, so ist das. Wahnsinn, wie weich und warm bist du. You make me horny, you know?